Dann müssen wir wieder unseren Schatten töten. Wir müssen wieder unseren Schatten töten. Oh! Warte, Fiesling. Aber unser Schatten tötet die. Ja. Nicht das Licht. Ja, ich dachte auch erst das Licht, aber... Das war das vorhin dein Schatten gewesen. Ach, Licht aktiviert es und Schatten tötet es. Ja, yeah, genau, okay. Weil es war, ich habe nämlich extra schon meinen Schatten so gelegt gehabt. Und es ist nichts passiert, obwohl wir näher kamen. Da ist nämlich der nächste, den habe ich schon gesehen. Ja, da über uns ist auch noch einer. Ja. Aber ich komme das gar nicht mehr, kommt das gar nicht dazu, weil wir quasi so. Ja. Wir Google dich ein bisschen austricksen. Okay. Dum 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 dum. Oh je. Genau. Nein, hier so lang. Oh, Katze, die Musik ist voll beruhigend. Mal Tür zu machen. Es ist richtig angenehm zu spielen, muss ich sagen. Die Steuerung ist sehr simpel gehalten. Klar, ja. ich hätte aber auch gerne so einen Festhalteknopf irgendwie. Ja, klar, und dass du halt auch mal so ein bisschen zurückschieben kannst. Okay, du musst vorgehen? Ja. Oh, das nächste. Ah, die Menschen beschützen das Licht. Ja. Vor Pfeilen. Ja, weil, ich sag mal so, wenn das Licht aus ist, vielleicht, haben wir ein Problem. Vielleicht. Ah, warte, das, oh, die Kugel muss wieder zurück, glaube ich. Ah, nee, die kann so durch, ne? Ja, genau. Ich schieb sie genau. Dir mal hin, weil ich kann nämlich das noch ein bisschen weiter weg machen. Ja, passt durch. So, noch mehr Platz machen. Ja, man weiß ja nie. Das stimmt. Und die Kamerawechsel sind auch immer so geschmeidig. Oh, nee, ich glaube, das muss in die andere Richtung. Der Baumstamm schubst sie weg. Ja, auch praktisch. Da, dürfte durchpassen. Mhm. Ich muss sie, glaube ich, gleich mal bremsen. Sieht aus, als würde das jetzt hier schräg runtergehen, oder? Ah, nee. Selbst wenn, da ist auf jeden Fall ein Zaun. Und hier vorne bin ja noch ich. Jetzt kommen bestimmt wieder solche wieder Gegner. Ja. Das sieht nämlich wichtig. So offen aus. Also bis jetzt sehe ich noch keinen. Im Schatten. Es war gerade eine Alarmbereitschaft durch dieses Gras, aber es ist ja nur Gras. Ja. Ist nur Gras, das dich auch töten kann. Da links oben in der Ecke ist einer. Wir sind einfach in Australien. Oh, hier ist einer? Ja. So. Aber auch faszinierend. Licht aktiviert die und Schatten tötet sie. Durch Licht wurden wir auch aktiviert und Schatten tötet uns. Ha. Sind wir wie die, nur dass die eine... Ein Hartscreeners Licht haben. Eine niedrigere Stufe. Und wir sind weiterentwickelt. Aber wir beschützen das? Ach, so viele Interpretationsmöglichkeiten. Da ist jetzt der nächste. Okay, und da kommt jetzt auch wieder der nächste. Ja. Weil die guten Machbar sind, wenn man es mal so ein vor allem, weil man zu zweit ist. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man alleine ist. Muss man erstmal aktivieren und dann schnell mit dem Schatten. So kann der eine ja schon sich direkt entsprechend positionieren. Das macht schon was aus, da gebe ich dir recht. Ich glaube, wir sind jetzt wieder im Fahrstuhl. Ah. Ja, ich glaube, es geht jetzt wieder raus aus der unteren oder oberen Ebene, wie auch immer. Mal sehen. Dum, dum, dum. Okay, bei mir wird gerade irgendwo ein komisches Fenster auf. Kannst du mal was passieren? Ja.
49% haben wir abgeschlossen. Jo. Also ich nehme jetzt 1 Stunde und 8 Minuten auf. Ja, bei mir läuft es schon fast 1,5 Stunden. Gut. Wie lange kannst du? Wir haben jetzt 22 Uhr, eine halbe Stündchen könnte ich noch. Würde ich einfach mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es speichert, ob es bei diesen Dingspunkten unten speichert, aber spätestens dann, wenn komplett der Ladebildschirm ist, würde ich sagen. Ja, wenn so ein Szenenwechsel ist. Genau. Ja, machen wir auch noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Genau, ich richte mich dann nach dir, weil ich habe auch ein Moment. Ich muss ja nur morgens früh aufstehen und die Kleinen in den Kindergarten bringen. Ja, ich stehe gegen 5.30 Uhr circa auf, wahrscheinlich. Also das ist früh. Da habe ich höchstens, dass ich dem Kleinen ein Fläschchen geben muss. Oh! Ich wusste, dass es kein Baum ist. Alles klar! Ich habe das Gefühl, dass dein Schatten den verletzt hat. Nee, auch nicht. Ich glaube, der ist einfach weggegangen nach einer Weile. Ja. Vielleicht, weil die Kugel zu nah kam. Und der sich gedacht hat, ah, aua, heiß! Oh, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Ah, wir gucken mal. Wenn das jetzt so ein komisches Vieh kommt, dann fühle ich mich nicht mehr so schlecht. Ah, nee, das musst du sogar machen wegen diesem. Genau, du musst die angreifen. Ich hab's gerade gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ist gar nichts passiert. Nein, wir sind hier zum ersten Mal. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie sieht das aus wie Beine. Keine Ahnung. Ja, ne? So ein bisschen. Das sieht schon sehr seltsam aus. Vor allem, die gehen dann einfach am Rand. Unheimlich, richtig unheimlich. Weil ich es nicht zuordnen kann, weil es sehen aus wie Füße, gleichzeitig aber auch irgendwie wie Hände und irgendwie muss ich an den Huhn denken. Das Gefühl ist nicht richtig. Ja, aber haben wir immer ein schönes Bildchen gesehen. Irgendwie Kugel kaputt machen? Sieht so aus, klar. Ja. Okay. Over und ab auf Weg, glaube ich. Hat sich die Zähne gewechselt? Einmal. Nee, egal. Nee. Ah, guck mal, da ist was, oder? Was ist da? Hopp, weg bei dir. Interessiert ihn einfach nicht. Nee, hier ist aber auch nichts. Bin verwirrt. Wir haben da oben irgendwas übersehen gerade. Ich weiß es nicht. Wollen wir nochmal hier unten gucken oder oben nochmal beim Bild? Nochmal zum Bild, würde ich sagen. Ah! Okay, wir starten unten nochmal neu. Oder wir müssen alle Füßchen wegmachen, die man wegmachen kann. Oder das. Ja, du sagst es halt, die man wegmachen kann. Ja. Ach, guck mal, die sind auch weggegangen, wenn ich dahin gehe. Ja. Jetzt wirkte das eine wie eine Hand. Die gehen aber gerade auch einen anderen Weg als eben. Ja. Ach, guck, da ist der Speicherpunkt. Okay, gut, dass wir gestorben sind. War ein schnellerer Weg hier runter. War natürlich geplant. Ja, genau, ganz genau. Wieso ist das schon wieder so ein Kontrollpunkt? Weil auf jeden Fall an der Seite, links an der Seite ein Artefakt ist für Türöffner, der oben ist. Oben mit Tick. Oh, diese Gruppe. Weil die genau wissen, ah, die laufen sich wieder in die Schatten rein. Ja. 24/7. Okay, muss ich erst mal gucken hier. Ah, Schatten. Kommen die als wieder oder was? Ja, die kommen wieder. Ah.
Weil da steht ja LB und ich kann es mit RB auch nehmen. Haha. So, Kugel darf nach oben. Das ist nur da, weil man sonst gar nicht dort lang käme wegen den Schatten. Alles nur eine Sache des der Schatten. Mm. Shadow of the Day. Oh, hier gibt's wieder dieser mit Licht aktivieren und Schatten töten. Ja, ich würde doch, glaube ich, alle drei loswerden. Ah. Und jetzt geht's schon wieder in den nächsten Aufzug. Ja gut, ich will mich nicht beschweren. Nö. Ging ja jetzt ganz gut. Ja, fand ich auch. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Man fängt immer in einer bestimmten Sitzposition an und irgendwann merkt man, okay, irgendwie sitze ich ganz anders als vorher. Das ist wie wenn man auf der Couch sich hinsetzt. Ja, oder manchmal, wenn man sich schlafen legt. Ja. Okay, das ist schön. Kommen in so ein Schneegebiet oder sowas. Aha. Diese komischen Stangen, Hände, Füße, gehören die dazu? Well, we will see. Es sind einfach nur Bäume, sehr dünne Bäume. Die wackeln. Hoffentlich wird es jetzt nicht rutschig mit der Kugel oder sowas. Wäre so typisch Eisgebiet. Da ist irgendwas. Ja, irgendwas ist das Spiel, wird uns gerade auf irgendwas aufmerksam machen. Ja. Ein starker Wind. Nein! Nein! Tschüss! Da war ich schon weg. Weil ich wollte die Kugel beschützen, weil ich dachte, ich wollte keine Kugel. Ja, ich wollte auch die Kugel beschützen, aber da hat mich der Wind erwischt. Okay. Mal stell mich mal hier dazwischen. Dann gehen wir beim nächsten Windstoß. 2, jetzt. 3, 4, 5. Ja, let's go. Schnell. Hui, war das knapp. Da ist der nächste Windstoß. Der ist kürzer als der andere. Warte mal kurz einmal. So, okay. Hier geht es ja wenigstens so runter. Achso, hier ist auch wieder so ein Schutz links und rechts. Ja. Kannst die Kugel ein bisschen noch zu mir? Ja, die Kugel hat keinen Bock. Ach so. Ja, dann. Ah. Ja, weil es hier schon ein bisschen noch schräg nach oben geht. Sei, dass du mir kurz helfen musst. Wenn das klappt. Eieieiei, Kugel. Ja. Stopp! Ah. Okay. Jetzt, komm. Geh einfach rüber. Tja, er braucht Timing. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall das da unten Hebel. Ups. Ich hätte es in die andere Richtung schieben sollen. Nee, der Schatten von dem anderen Zaun hat mich getötet. Könnte ich ja schon zunehmen, ne? So, jetzt. Den kann ich nämlich viel weiter reinschieben als den anderen. Ja, das hast du bei Laufbuch quasi, ja. Ja. Schlau. Es war so ein kleiner Schatten, also wirklich winzig kleiner Schatten, aber das war schon zum Verhängnis. Ja, war klar. Jetzt hat sich der Radius wieder verkleinert, deswegen wirkt es blaue Licht wieder an, okay. Oh nein! Oh, okay. Das wird aber. Okay. Komm mit der Kugel, weil das ist so ein dauerhafter Wind. Ja, genau, dass du quasi. Ich bin extra ein bisschen vorsichtiger,
Nicht so schnell. Wegen der Kugel. Und du sollst ja auch nicht wegwehen. Ja. So, die halbe Strecke haben wir schon mal. Ehrlich gesagt, ein Windsturm war noch nie so spannend. Huch! Da gibt's. Und ich habe mich schon gefragt, was das für komische Geräusche sind. Da sind einfach Gegenstände gegen das Teil geflogen. Ja, Hagelkörner. Das waren aber große Hagelkörner. Das war Hagelsteine. So. Also, das ist gar kein Komfort, das ist so ein Sorge für Licht. Oh Gott. Ja. Ja, ich mach das schon. Du musst jetzt den Hebel betätigen. Wir müssen zusammen. So, kannst mit mir. Ja, was? Ja, ich hatte meinen Schatten gerade getötet, deswegen bin ich. Nee. Deswegen bin ich. Auch mein Schatten hat gerade bei dir Licht ausgelöst. Deswegen bin ich stehen geblieben, nur einen kleinen Moment. Ach so. Ja gut, das reicht ja schon so. So, ich habe einen Weg frei und nochmal zurück. So. Tür ist offen. Stückchen zurück. Frei. Zurück. Hat Kugel auf, oder? Ja. Das ist grad, also in der Mitte meine ich. Ist doch gerade so ein Weg frei geworden, oder? Oh, ja. Ja, okay. Ach, hier runter, guck mal. Warte, ich. Oh nee, warte. Wir laufen so. Ja, genau. Genau, so ist gut. So ist gut. Einmal anschieben und push. Komm mal für dich selber. Ich habe ein Indiana Jones Erlebnis. Bisschen, gell? Ein bisschen. Ich habe aber keinen Schatz gestohlen. Es wäre viel lustiger gewesen, wenn ich so ein Artefakt in der Hand hätte, womit man die Tore öffnet. Baumstamm, wie ich. Danke. Ich wollte gerade sagen, Baumstamm, wie ich es vermisst habe, aber ich habe es auch vermisst, dass wir in dem Schatten drauf gingen. Das ist einfach nur ein Tor. Ah, wir müssen beide. Du kannst ruhig. Alles ruhig, so ein Baumstamm. Ach so. Ah, super. Ist gut, dass sie nicht direkt auf die Kugel gehen. Ja, das ist nicht nett. Hallo? Hallo? Aber die können im Schatten stehen bleiben, die blöden Viecher. Was bist du? Wir müssen dem Freund runter. Wir folgen dir einfach, gell? Weil es sondert Licht aus, es kann nur ein Freund sein. Wir dürfen nur nicht vor ihm wahrscheinlich bleiben. Nicht, und wahrscheinlich nicht berühren, also auch nicht. Alles ist egal. Ich hab das Gefühl, diese Schnecke singt. Ah, okay, weil Licht. Ah. Aha. Aha. Ah. So, ich denke mal, hier wird es jetzt gespeichert haben, ne? Denke ich auch. So. Willst du noch? 58% haben wir. Weil ich weiß jetzt nicht, wann das nächste Mal kommt, ne? Ja, eben. Vielleicht. Deswegen, vielleicht ist es ein guter Ort. Ja, denke ich auch, dass wir hier einen Schnitt setzen und dann in der nächsten Aufnahmesession einfach weitermachen. Ja, und es ist wahrscheinlich sogar beendet, wenn wir jetzt schon 58% haben. Genau. Guck mal, da haben wir schon die Hälfte des Spiels. Ja, nice. Ja, der Anfang kann auch ganz leicht sein, ne? Aller Anfang fragt ist der Anfang. Sich, ja, fragt sich, wie es dann in Richtung Ende geht. Wie verzweifelt natürlich. Wir da sein werden. Natürlich. Ah, aber zu einfach wäre auch zu einfach. Nee, aber es macht auf jeden Fall... Ja. Macht also auf jeden Fall so dieses Absprechen und...
Ja, ich finde bis jetzt das Spiel echt richtig schön, angenehm zu spielen. Es fordert alles Mögliche an Sinnen, weil du auf alles achten musst und gleichzeitig dich auf die Rätsel konzentrierst und überlegst, wie du das machst. Ja. Und ich glaube, alleine wäre das nicht so interessant, als wenn man das zu zweit spielen würde. Ja, es ist halt die Frage, ob die Kugel dann kleiner ist im Einspielermodus oder sowas, gell? Also es ist Ja. halt die. Ja. Aber nee, es ist auf jeden Fall Ja, es macht jedenfalls richtig Freude. Laune. Definitiv. Und ich Auch so denke, ich diese habe. Tempelanlage oder wo wir uns dann so drin Ja. bewegen, mal in diesen Minen, es ist abwechslungsreich. Ja, jetzt ist uns die Kugel geklaut worden. Jetzt haben wir eine andere Lichtquelle, an der wir uns orientieren müssen. Und alles. Und ich finde auch, dass ich mir da den richtigen Partner für das Spiel ge gesucht habe. Ja, danke schön. Ich Lieb von dir. habe auch direkt als erstes an dich gedacht. Und war froh, dass du gesagt hast, ja, das sieht schon interessant aus und so weiter. Ja. Ja. Oh. Nee, ich habe auf jeden Fall auch Freude mit dem Aufladen. Das ist schön. Gut. Gut, dann machen wir hier den Schnitt und sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Genau. Bye bye. Bis dann, tschüss.